Hi und willkommen zu einem neuen Video. Oh, sorry. Hallo Freunde. Ratet mal, wer eine Shopping-App mehr entdeckt hat, bei der sie nachts um 3 den Warenkorb vollräumen kann, um dann zu sehen, dass es 3 Euro Versand kostet und einfach alles zu stornieren, weil so dicke haben wir es dann doch wieder nicht. Kennt das jemand? Nein? Egal. Zu meiner Verteidigung, ich habe mich jetzt monatelang dagegen gewehrt, dort zu shoppen, aber in letzter Zeit waren eure Anfragen einfach so immens. Ich habe dann auch nochmal in meiner privaten kleinen WhatsApp-Chat, wie ich es immer nenne, obwohl es auf Instagram so ein Broadcast-Channel ist, nachgefragt, wie ihr dazu steht, und ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass ihr wolltet, dass ich Temu austeste, ja? Es war nicht meine Idee. Ich habe nur dort geshoppt. Und weil ich weiß, dass ihr fragen werdet, ja, auch dort gibt es Gratis-Produkte, wo man eben dann nur den Versand zahlt. Unter uns gesagt, die nehmen einfach den Produktpreis und machen den Versand dementsprechend teurer. Aber spannend zu sehen, was dabei rumkommt, ist es immer noch. Vorm Bestellen habe ich extra noch auf Insta und TikTok so ein bisschen recherchiert, was denn so die viralsten Beauty-Sachen gerade sind bei Temu. Ganz vorne dabei ist da dieser Highlighter. Ich habe noch nie so einen Applikator gesehen und auch dieses Ergebnis ist ultra, ultra krass. Probieren wir mal, ob man den Sparkle auch hier so in der Kamera sieht. Ja, wie in den TikToks. Oh mein Gott, what? Ich habe gesehen, viele sprühen sich einfach wirklich so mit dem Highlighter an. Ja. Besonders viel kleben bleibt da, was ich so sehe. Nur doch. Doch. Krasses Throwback gerade hier zu Twilight. This is what I am. Wie macht sich das Ganze jetzt aber wirklich als gezieltes Highlight? Also das ist definitiv Glanz. Hier darf auch noch ein bisschen was her. Und am Lippenbogen. Dadurch, dass dieser Applikator hier doch sehr, sehr groß und bouncy ist, fliegt das einem irgendwie bei jedem Atemzug hier jetzt so um die Ohren. Könnte die einen stören, während es die anderen als Glitzerregen feiern. Das ist alles eine Sache der Betrachtung. Amen. Ganz ehrlich, es sieht in der Kamera eigentlich ganz okay aus, aber live so in Person ist es mir persönlich halt einfach so ein bisschen zu grobkörnig, dieser Glitzer. Hier seht ihr, das sind einfach wirklich so grobe Pigmente. Falls euch das nicht stört, nice, weil das kostet nur so um die 2,50 Euro dort. Das Video ist, by the way, nicht gesponsert. Etwas, das mir ins Auge gesprungen ist, wegen dieser bedenklichen Verpackung. Ich meine, das sieht halt wortwörtlich so aus, als wären die Lippen mit dieser Spritze hier aufgespritzt worden. Ansonsten können die doch nur von unterschiedlichen Personen sein. Das ist so ein Riesenunterschied. Auf TikTok wiederum habe ich Videos gefunden, wo Leute sagen, dass es halt einfach richtig krass brennen soll. Und das Ergebnis dafür aber auch umso intensiver. So ein bisschen Angst habe ich, dass ich Elastic Lips bekomme. Und warum steht hier SOS? Was tut man nicht alles, Leute, damit ihr gut entertained seid? Oh. Riechen tut das Ganze richtig gut. Irgendwie so ein bisschen pfirsichmäßig. Hat auch eine leicht orangeliche Tönung, dieses Gloss. Seht ihr? Oh no! Oh no! Angeblich ist da auch Arganöl drin, was in den Zutaten allerdings nicht aufgelistet ist. Oder verstehe ich einfach zu wenig Latein? Klärt mich bitte gerne auf in den Kommentaren und lasst generell einen Kommentar da. Ich will was zu lesen haben. Halleluja! Oh, das fängt gerade richtig an zu brennen. Ich hätte mir echt nicht so viel drauf machen sollen. Es ist irgendwie die Hälfte jetzt in den Mund gerutscht, weil das halt wirklich wie so ein Öl ist und nicht so klebrig wie ein Gloss. Wasser. Ja, jetzt geht's eigentlich wieder. Jetzt wackeln mir nur noch die Lippen fast ab. Aber das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Wie sonst sollen die anschwellen? Und apropos anschwellen. Also bitte guckt euch mal an, wie das vorher ausgesehen hat. Und es wirkt jetzt erst seit einer Minute ein. Hand aufs Herz, ich habe noch nie in all meinen YouTube-Jahren so einen schmerzhaften Lip-Plumper getestet. Es wird einfach auch nicht weniger gerade. Ganz ehrlich, das gehört verboten.
Boten. Ich lasse das gerade nur drauf, weil ich einfach wissen will, wie schlimm es noch wehtun kann. Das ist ja nicht mehr legal, ganz ehrlich. Rechtsordnung hat eine Anzeige. Ich traue mich da auch nicht mit den Fingern jetzt drüber zu wischen und was abzunehmen, weil ich glaube, dass es sogar auf normaler Haut brennt. Aua, 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 aua. Wie lange muss man das denn drauf lassen? Also ich würde jetzt nicht bestreiten, dass es funktioniert hat. Aber ganz ehrlich, ich halte das nicht länger aus. Das brennt so extrem. Das ist, als hättest du irgendwie die schärfste Chili der Welt so in deine Lippen rein massiert. Wundert mich überhaupt nicht, dass es so starke Plumper bei uns nicht gibt. Wie eine Gewissen bin ich echt nicht zart beseitigt, wenn es um Beauty-Behandlungen geht. Ich persönlich finde es bedenklich. Zumindest samtig fühlen sie sich auf jeden Fall immer noch an. Auf dieses Produkt hier bin ich richtig gespannt. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja ein Microblading. Also hier vorne habe ich so eine kleine Glatze, wo keine Härchen mehr wachsen, weil ich dumm genug war in den 2000ern. Mir die bis da nach hinten zu zupfen. Und während sich das hier recovered hat, ist das hier aufgemalt, wie ihr seht. Immer schön transparent bleiben hier. Für den Fall, dass ihr aber nicht dauerhaft irgendwie sowas wollt, sondern nur mal eben so oder für den Fall, dass ihr euer älteres Microblading auffrischen wollt, gibt es so einen Stift, der vorne einfach wie so eine kleine Gabel hat, der man wirklich so einzeln die Haare aufmalen kann. Und ich bin einfach nur sprachlos, wie unfassbar gut das aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob die online einfach alle so gute Skills haben oder ob es wirklich nur das Produkt ist. Irgendwas tief in mir drin sagt, oh, dass das gleich der krasseste Gamechanger aller Zeiten wird. Guckt euch das an! Das ist halt auch was für Leute, die vielleicht auch gar keine Augenbrauen haben und sich nicht microbladen lassen wollen oder können. Nice! Fun Fact, ich trage ja immer richtig dick Sonnencreme im Gesicht und gerade hier habe ich das Gefühl, dass die Farbe des Microbladings durch die weiße Sonnencreme so ein bisschen verblasst. Das heißt, wenn ich es richtig on point haben will, kann ich da dann einfach eben wirklich drüber malen. Ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Warum gibt es diese Pommesgabel-Augenbrauenstifte nicht auch bei uns in der Drogerie? Oder habe ich das bisher immer übersehen? Ganz ehrlich, ich bin sowas von überzeugt davon. Richtig coole Innovation, wieder mal aus Asien. Ich sag's euch, dort entstehen die Beauty-Trends und wenn sie sich bewähren, kommen sie nach Amerika und dann zu uns. Das entsteht nicht alles in den USA. Das ist auch so etwas. Gibt's bei uns in den Drogerien nicht. Das nennt sich Facelift Tape. Hier dachte ich auch die längste Zeit, es ist Bullshit, ich muss das gar nicht erst testen, bis ich auf TikTok über einige Videos gestolpert bin, wo die Ergebnisse sowas von dramatisch sind. Das ist, als hätte man irgendwie 20 Jahre die Zeit zurückgedreht oder als hätte sie einfach den tiefsten Dornröschen-Schönheitsschlaf aller Zeiten gehabt. Was nicht heißen soll, dass sie davor nicht schön war, aber sie ist danach einfach ultra snatched und ich hätte nicht gedacht, dass diese Tapes wirklich so gut halten. Man soll damit wohl Nächte durchtanzen können. Das ist einfach leer! Es ist leer! Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Hallo! Jemand zu Hause? Leute, ich kann es nicht glauben. Ich wollte gerade sagen, Temu hat eigentlich ganz geile Sachen so, aber es ist halt dann doch wie bei Wish, dass nicht unbedingt alles ankommt. Und in dem Fall ist nicht die Post schuld oder die lange Distanz, über die es verschlammt wurde, sondern sie haben halt einfach Luft verkauft. Und wisst ihr, was das Allerironischste an dem Ganzen ist? Dass das 0 Euro gekostet hat. Du zahlst nichts, du kriegst nichts. Spare, spare, spare. Das zeigt wieder mal, bei Beauty-Produkten sollte man nicht unbedingt immer sparen. Bei Schmuck allerdings ist das was ganz anderes. Sehr elegant war dieser Übergang jetzt nicht, aber ich wollte euch einfach nur sagen, gibt es bis zu minus 20% bei meinem Schmucklabel Urban Pieces auf alle Designs. Ich verlinke euch das auch gerne unten in der Infobox, weil ich weiß, einige von euch warten immer auf diese Rabattaktionen. Wobei, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, das Produkt richtig zu erkennen. Denn es ist ja unsichtbar. Ja, Leute, sorry, dass ich euch jetzt mit diesem geilen TikTok so Bock gemacht habe. Ich hätte jetzt auch gern gesehen, wie ich mit Bella Hadid-Augen aussehe. Aber ich verspreche hiermit, ich werde sowas nochmal bestellen und dann testen wir es dann anders. Deshalb sage ich immer, lasst mich erstmal bei solchen Shops bestellen, bevor ihr eure Kohle dort raushaut und dann Luft kauft. Das ist ja schlimmer als jede Chips-Packung, die nur so ein Viertel gefüllt ist. Ist es nicht auch ironisch, dass so etwas passiert in einem Review-Video, wo
ich Temu austeste zum allerersten Mal. Anyway, hier sehen wir direkt durch die Verpackung, dass das Produkt vorhanden ist. Und das Packaging ist auch cute mit diesen kleinen Planeten und Sternchen. Passt irgendwie richtig gut auch zum Look von diesen Glossen mit dem ganzen Sparkle. Welches will ich denn austesten? Ich glaube, ich nehme tatsächlich grün. Was soll ich sagen? Ich fühle mich halt heute ein bisschen funky, ne? Oh, aha. Das ist relativ dickflüssig. Dementsprechend ist es halt auch richtig schön deckend. Normalerweise sind ja Glitzer-Lipglosse immer so mit 5 Glitters und der Rest verschwimmt. Das ist fast mehr so ein bisschen sticky auch, dass der Glitzer wirklich kleben bleibt. Dementsprechend sollte man auch nicht den hier machen, weil der Glitzer dann auch wieder unten kleben bleibt. Dafür habe ich jetzt unten eine ziemlich krasse Deckkraft. Aber irgendwie die Farbe gefällt mir nicht. Versuchen wir das nochmal mit einem tragbareren Ton. 10 seconds later. Oh ja, das ist cute. So ein bisschen subtiler. Wisst ihr, welche Vibes mir das gibt? Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Ken! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Imagination, love is your creation. Aus heiterem Himmel kannst du nicht mehr hören und die Angst steigt in dir hoch. Das hier geht raus an alle Gäste, die ich immer hier habe und die mich fragen, warum ich so eine Brille immer hier bei meinem Schreibtisch liegen habe. Entertainment muss sein. Was soll ich sagen, Freunde? Ich kann da drüber fahren und es geht überhaupt nichts ab. Es verhält sich wirklich wie ein Fake Lashes Kleber. Also der Glitzer bleibt deshalb auch auf den Stellen, wo man ihn aufträgt und nicht so wie bei Glitzerglossen, dass das alles durch die Gegend rutscht und man dann eigentlich nur Gloss drauf hat mit 5 Sparkles drin. Hier ist halt full on Sparkle. Essen, trinken, kann ich euch jetzt schon sagen, ist überhaupt kein Problem. Also ich mache mir eher Sorgen, wie ich das wieder abkriege. Selbst wenn ich da mit Wasser drüber gehe, kommt nichts runter. Versuchen wir das jetzt mit ein bisschen Abschminken mit Zellenwasser. Oh, und es geht dann doch recht easy. Mega. Normalerweise haftet es dann irgendwie bis übermorgen. Aber das ist die perfekte Balance aus Haltbarkeit und Abschminkbarkeit. Für Karneval, zum Ausgehen, für die Pride oder wenn man einfach nur mit glitzerigen Lippen zu Hause sitzen will, Empfehlung. Das hier könnte wieder etwas absurd werden. Schnall dich an und trinke besser nicht, wenn ich diese falschen Gebisse gleich reingebe, denn ich habe das Gefühl, es wird viel zu lustig aussehen und dann sprühst du das ganze Wasser raus und dann ist deine ganze Wohnung unter Wasser und du musst alles aufwischen und just looking out for you. Ich kann es nämlich einfach nicht lassen, mir immer wieder falsche Gebisse zu bestellen. Na du, Bock auf ein Date mit mir? Ernst? Ich bin auch gerade recht froh, dass ich das schon mal gemacht habe. Hier ist nämlich überhaupt keine Anleitung dabei. Wir haben nur diese Wachskügelchen, denke ich. Die werde ich jetzt gleich erhitzen und hier hinten dran packen. Und dann bitte nicht erschrecken. Na? Habe ich zu viel versprochen? Oh mein Gott, das hält überhaupt nicht. Stell dir vor, die fallen dir dann einfach so raus beim Reden. Na, wie geht's dir so? Oh. Sorry. Wer lässt sich sowas einfallen? Leute, geht zum Zahnarzt, ey. Nicht sowas hier online bestellen. Schreibt mir an dieser Stelle bitte unbedingt mal euer absolutes Fail-Produkt, was ihr jemals gekauft habt. Ich freue mich auf viele lustige Kommentare zum Durchlesen. Schau auch gerne in meinem kleinen WhatsApp-Chat-mäßigen Instagram-Broadcast-Channel vorbei. Da sind wir noch recht wenige. Oder gebe ich halt super private Einblicke in Gedanken, in Alltag. Freue mich, dich da zu sehen. Lass auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und gönn dir bis zu -20% auf meinen Schmuck bei meinem Label Urban Pieces. Da bringe ich ja immer wieder neue Kollektionen raus. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach im nächsten Video. Bye!